seien a mit Koordinate 4,0,0, b mit Koordinate 0,2,0 und c mit Koordinate 0,0,3 in einem orthonormierten Bezugssystem O, E1, E2, E3 des Raumes. Klein a, zeichne die Ebene ABC. Klein b, bestimme eine vektorielle Gleichung der Ebene ABC. Klein c, bestimme parametrische Gleichungen der Ebene ABC. Klein d, bestimme die kartesische Gleichung der Ebene ABC. Und klein e, gehört der Punkt P mit Koordinate 1, 1, 2 zur Ebene ABC? Wenn nicht, liegt der Punkt P über oder unter der Ebene ABC? Beginnen wir mit ABCD. Wir zeichnen zuerst die Ebene ABC in diesem orthonormierten Bezugssystem. Der Punkt A hat als Koordinate 4, 0, 0. Der Punkt B hat als Koordinate 0, 2, 0 und der Punkt C hat als Koordinate 0, 0, 3. In klein b suchen wir eine vektorielle Gleichung dieser blauen Ebene. Wir schreiben, ein Punkt P gehört zu dieser Ebene ABC dann und genau dann, wenn der Vektor AP Linearkombination der Vektoren AB und AC ist. Also ein Punkt P gehört zu dieser Ebene ABC, dann und genau dann, wenn es zwei reelle Zahlen Lambda und μ gibt, so dass der Vektor AP Lambda mal Vektor AB plus μ mal Vektor AC ist. Und dies ist schon eine vektorielle Gleichung der Ebene ABC. Kommen wir jetzt zu parametrischen Gleichungen. Dazu verwandeln wir zuerst diese drei Vektoren durch die Formel von Schaal in OP-OA, OB-OA und OC-OA. Somit haben wir in dieser vektoriellen Gleichung nur noch Ortsvektoren und demzufolge können wir diese Gleichung sofort als Koordinatengleichung umschreiben. Koordinate von OP, das ist x, y, z, dann kommt minus, 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 minus. Koordinate von OA, das ist die Koordinate von A, also 4, 0, 0. Dann gleich Lambda mal, also gleich Lambda mal. Koordinate von B, das heißt 0, 2, 0, 0, 2, 0. Dann minus, überall minus. Jetzt kommt die Koordinate von OA, das heißt 4, 0, 0, 4, 0, 0, plus μ mal, plus μ mal, Koordinate von OC, 0, 0, 3, minus, überall minus, Koordinate von OA, 4, 0, 0. Diese Gleichungen schreiben wir in eine einfachere Form und jetzt haben wir schon parametrische Gleichungen der Ebene ABC. Hieraus können wir schnell schlussfolgern, dass Lambda y halbe ist, dass μ z Drittel ist und dann können wir in der ersten Gleichung Lambda durch y halbe und μ durch z Drittel ersetzen. So finden wir schnell die kartesische Gleichung der Ebene ABC. Man kann Lambda und μ aber auch sehr schnell eliminieren, indem wir diese Determinante rechnen. Das hier ist die Spalte gebildet aus diesen Differenzen. Die zweite Spalte ist die gebildet aus diesen Differenzen. Und die dritte Spalte ist die gebildet aus diesen Differenzen. Was also heißt, die erste Spalte ist die Koordinate vom Vektor AP. Die zweite Spalte ist die Koordinate vom Vektor AB und die dritte Spalte ist die Koordinate vom Vektor AC. Jetzt brauchen wir nur noch diese Determinante auszurechnen und das führt dann sehr schnell zu ABC hat als kartesische Gleichung 3x plus 6y plus 4z minus 12 gleich 0. Sobald man diese Gleichung gefunden hat, sollte man schnell überprüfen,
ob diese drei Punkte A, B und C wirklich auf dieser Ebene liegen. Schauen wir für A nach. Koordinate 4, 0, 0. Wir ersetzen also x durch 4, y durch 0 und z auch durch 0. 3 mal 4 macht 12, plus 0 plus 0 minus 12 macht effektiv 0. Für B ersetzen wir x durch 0, y durch 2 und z durch 0. So erhalten wir 0 plus 6 mal 2 plus 0 minus 12 ist 0. Das haut hin. Dasselbe für den Punkt C. 0 plus 0 plus 12 minus 12. Auch das ergibt 0. So sind wir sicher, dass diese kartesische Gleichung, auch Koordinatengleichung genannt, die richtige ist. Kommen wir jetzt zu klein e und zeichnen diesen angegebenen Punkt P mit Koordinate 1, 1, 2. Der Zeichnung ist nicht deutlich zu entnehmen, ob dieser Punkt P zur blauen Ebene ABC gehört oder nicht. Aber der Punkt P mit Koordinate 1, 1, 2 gehört zur Ebene ABC, dann und genau dann, wenn diese Koordinate die kartesische Gleichung von ABC erfüllt. Das heißt, dann und genau dann, wenn 3 mal die Abszisse von P plus 6 mal die Ordinate von P plus 4 mal das Lot von P minus 12 0 ergibt. Und diese Gleichheit stimmt dann und genau dann, wenn 5 gleich 0 ist, was offensichtlich falsch ist. Daraus schließen wir, dass der Punkt P nicht zur Ebene ABC gehört. Also liegt er drüber oder drunter. Das sollen wir jetzt noch festlegen. Und dazu bestimmen wir zuerst einmal den Punkt Q, der dieselbe Abszisse und dieselbe Ordinate wie P hat und der auf dieser blauen Ebene ABC liegt. Was wir suchen, ist das Lot von diesem Punkt Q. Also der Punkt Q mit Koordinate 1, 1, z von Q, das ist das Lot von Q, gehört zur Ebene ABC, dann und genau dann, wenn diese Koordinate die kartesische Gleichung der Ebene ABC erfüllt. Das bedeutet, dann und genau dann, wenn diese Gleichheit stimmt. Und das führt dann sofort zu 4 mal das Lot von Q gleich 3, also das Lot von Q ist 3 Viertel. Dieser Punkt Q hat als Koordinate 1, 1, 3 Viertel und gehört zu dieser Ebene ABC. Das Lot von P ist 2. Das Lot von Q ist 3 Viertel. Da das Lot von P streng größer ist als das Lot von Q, können wir darauf schließen, dass der Punkt P oberhalb der Ebene ABC liegt. In der Zeichnung ist das jetzt zu erkennen.